Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pacific Drive. Mir ist eingefallen, dass ich hier noch gucken wollte. Wir brauchen noch 70 Sumpfkorallen für den Rucksack. Wir könnten den bleigefütterten Labormantel machen, haben wir nochmal 40% Schutz vor Strahlung. Und die Klammerhandschuhe. Ach, wir machen das jetzt einfach. Wir ziehen hier eh alles übereinander und sehen aus wie das Michelin-Männchen. Ich hätte gerne den großen Rucksack. Also wir müssen Stofffetzen auf jeden Fall jetzt wieder mitnehmen und wir brauchen noch Sumpfkoralle. So, und ich weiß gar nicht, ob ich hier alles gestern angeguckt habe in meiner... Ich muss das und das noch machen und dies und das und jenes. So, weil ich wollte nämlich den Materieregenerator noch machen, glaube ich. Eigentlich. So, und wartet mal, was können wir hier eigentlich noch freischalten? Autospinde. Und noch ein großer Spind. Ich mache mal noch den größeren Spind. Dafür brauchen wir nochmal 6 Stahlbleche. Das wollte ich gerne noch freischalten, was halt geht. So. Ja, und da blinkt auch schon wieder das Fax. Weil, ne, dann können wir das noch ein bisschen entzerren. So, können wir den dann... Hier können wir den hinbauen, okay. Dann bauen wir den dorthin. Sehr gut. Was haben wir jetzt hier? Brauche ich jetzt hier als nächstes auch Dings? Oder... Ja, jetzt brauche ich hier auch labile. Für den pneumatischen Spind. Verbessere deinen Spind und mach dir einen riesigen unterirdischen Stauraum zunutze. Okay. Dann haben wir hier noch den Autoteil des Spind. Aber ich wollte ja meine labile Energie für irgendwas anderes aufheben. Und ich wollte die abgeschirmten Scheinwerfer gucken, was die kosten. Aber wir gehen erstmal zum Fax. Houston, wir haben ein Problem. Es ist wieder da. Okay. Licht, Licht. Geländereifen. Also wir brauchen jetzt wieder alles, außer Metallschrott. Für die Geländereifen brauchen wir Carbon. Was brauchen wir denn für Carbon? Freigeschaltet haben wir es. Stofffetzen und Baumbonbon. Okay. Aber ansonsten hatten wir ja gestern dann erstmal alles gebaut. Was zu bauen ging. Warte mal, ich wollte nochmal ganz kurz gucken. Das heißt, wir haben jetzt hier noch ein Abdicht-Kit. Vielleicht sollten wir mal wieder eine kleine Loot-Tour jetzt heute einfach nur machen. So einfach für... Ist alles voll? Ja. Einfach so, um unsere Materialien mal wieder so ein bisschen aufzudingsen, wisst ihr? Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Weil... So, haben schon ein bisschen was von allem verbraucht, ne? So. Dann packen wir das jetzt da rein. So, und dann packen wir die Essensrationsdingsies hier rein. Wir jetzt hier eigentlich drin? Ach, Reifen. Wartet, aber dann könnten wir die Dinger auch da reinpacken und mal aus dem Koffer nehmen. Dann muss das hier nicht... dann muss der ganze... Halt, nee, warte, die müssen wir im Koffer lassen. Die kriegen wir nicht in den anderen Spind. Aber dann könnten wir die Sachen auf jeden Fall schon mal rausnehmen aus dem Koffer. Wisst ihr? So... Den hier und den hier. So. Den Schweißbrenner, den lassen wir jetzt auch erstmal hier. Okay. Was haben wir noch? Logbuch jetzt. Okay. Ah, fände ich...
Jetzt geht's Inventar wieder nicht zu. Wunderbar. Aber ich fände es jetzt tatsächlich nicht verkehrt, wenn wir mal eine richtige Loot-Tour machen würden. So, Macken haben wir auch erst beseitigt. Haben wir hier irgendwo ewige Stabilität, dass wir so richtig schön fein looten können? Haben wir nicht, ne? Wir haben nirgendwo. Das sieht irgendwie schwer nach Entladungen aus. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht hinfahren? Das finde ich ja voll blöd. Ich will eigentlich nicht in die Richtung jetzt fahren. Weil dann ziehen wir wieder die Wolken hier hoch. Hier oben ist halt ewige Stabilität. Aber wollen wir jetzt da schon hinfahren? Forschungseinrichtung Red Meadow. Red Meadow. Der hätte eigentlich gerne erstmal eine kleinere Tour machen. Wir haben halt hier auch keine Zeit, ne? Wisst ihr was? Scheiß drauf. Erhöhte elektrische Energie. Wir fahren hier, hier und dann nach da. Was ist das? Kann ich das jetzt noch scannen? Ich habe noch zwei Scannerladungen. Aber ich weiß immer nicht, wenn ich das jetzt scanne... Orkanböen, ach du Scheiße, ob ich das dann nehmen muss. Ich mach mal alle drei. Extreme Säure. Cool. Haben wir schon mal alle gescannt. Okay, dann machen wir jetzt doch die richtige Tour. Und dann mache ich nochmal noch ein Reparaturkit und was. Eins können wir machen. Dann machen wir auch nochmal ein Mechaniker-Kit. Vielleicht auch zwei. Auch noch ein Abdicht-Kit, ein zweites. Auch noch ein Elektriker-Kit. So einfach, dass wir es dabei haben, wisst ihr? So, von allem etwas. So, den Ersatzkanister. Den müssen wir unterwegs mal irgendwie noch voll machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Mal irgendwie einen Tanker sehen. So, hier den... Der war voll. Okay. Der ist leer. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Auf zur nächsten Mission, wa? Okay. Wir haben jetzt mehr Batterie, wir haben jetzt mehr Tank. Also rein theoretisch... Rein theoretisch sollte das jetzt alles ein bisschen safe sein. So, warte, wo habe ich gesagt, fahr mal lang? Hier. Hier, dichter Nebel. Stabiler Anker. Hier hätten wir mehr Zeit. Könnten wir dann nach da. Hier hätten wir auch alles erforscht. Hier haben wir Entführer, Lockvögel, Funkenturm, Wackelwrack, Schubser. Hilfreiches Häschen gibt es hier. Plasmagenerator, Autowracks, Kastenwagen, ADA-Investigator. Hier gibt es Touristen. Hier gibt es keine. Nee, da will ich hin. Es sind ein Schubser gewesen. Hier gibt es Poller. Hier haben wir mehr Zeit. Wir nehmen das, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben. Von den Ankern her war es gleich viel. Also ist es, was das betrifft, erstmal wurscht. So. Gut.
muss sagen, das Spiel, es macht mir super viel Spaß, ne? Wirklich. Aber kein Spiel hat mich bisher so gestresst wie das hier. Wirklich. Keins. Was ich hier gespielt habe. Ich habe bei einer Aufnahme gemerkt, dass ich immer so fahre und nicht richtig nach oben gucke. Also ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, damit ich das Armaturenbrett besser sehe. Nee, wir halten jetzt an. Ja, Schrott brauchen wir eigentlich nicht. So drum rumgekommen. Ich hasse Wackelfracks. Die sieht man halt auch immer aus dann, wenn es schon zu spät ist, dass das ein Wackelfrack ist, gerade hier in dem Nebel. Hallo? Musik anmachen. Huch! Seh nix. Ah, ist eine sehr lange Straße. Hier wieder keine Musik oder Rückspiegel. Da laden die Texturen nicht richtig. Oh, oh. Moment. Alles mitnehmen, was geht. Die Fackeln jetzt nicht unbedingt, aber war da jetzt irgendwas? War jetzt nichts Spannendes dabei, ne? Geräusche, ne? Ich höre nichts. Irgendwie wieder kein Empfang hier. Also das mit dem Radio, das haben die Entwickler, muss ich ehrlich sagen, noch nicht wirklich gut hingekriegt. Oh, wo ist der Eingang? Ich brauche alles gerade. Ich habe sehr viel meiner Materialien aufgebraucht. Huch. So. Von meinem Auto wieder ein Herzchen bekommen. Okay. Wir sind hier. Wir fahren jetzt mal nach da. War noch kein Empfang. War doch jetzt ganz leise. Autsch. Entführer. Gleich zwei. Wow, was seid ihr für Arschlöcher? Was ist denn mit euch? Kannst gehen. Hey, wirklich. Das stimmt mit denen nicht. Wir brauchen eigentlich keine Farben, aber. Aber Farben. Aber Farben. Okay. So, wir fahren jetzt. Die jetzt wieder. Ich lass mich mal in die richtige Richtung ziehen. Der andere auch noch?
Oh Gott. Oh ja, hat mich wenigstens in die richtige Richtung gezogen, auch wenn mein Scheinwerfer jetzt ein bisschen lediert ist. Mal. Zurück erstmal zur Straße. Ja, ja. Ist okay. Ich wollte noch nach den Scheinwerfern gucken. Ach, verdammt. Naja, egal. Au. Wo ist die Straße? Okay. Hab die Straße gefunden. Dann jetzt einfach hier geradeaus und raus. Ach, wir lassen den Plasmagenerator jetzt. Ein Anker immerhin mit zwei Klimmen. Naja. Keine Ahnung, ob das reicht, um zurückzukommen. Wir werden sehen. So, fahren wir es mal weiter. Ich traue mich halt, wenn wir keine ewige Stabilität haben, immer nicht so richtig zu looten. Wisst ihr? Achso, das war das Ding. Okay. Halt, Routenkarte. Wir fahren jetzt die Nester. Okay, niedrig, niedrig. Also Hund. Mein Hund liegt wieder mit hier. Und der liegt so, dass ich extrem aufpassen muss, dass ich mit meinem Fuß nicht seinen Kopf versehentlich irgendwie erwische. Du bist mutig, Hund. Wirklich. Wo bin ich? Hier. Ja, fahren wir erstmal nach da. Extreme Bedingungen. Okay. Dann fahren wir einfach erstmal nur geradeaus. Okay, mein Reifen hat sich gerade irgendwie komisch angehört, aber das war wahrscheinlich wegen dem Untergrund. Okay, ich glaube, mein Blitzableiter ist kaputt. Wie das aussieht. Ist auf jeden Fall gelb. Oder er ist kurz davor kaputt zu gehen. Sagen wir es mal so. So. Au. Einfach nichts in dem Rucksack. Einfach niente. So. Weiter geht's. So. Park and Drive. Gerade noch das richtige Werkzeug hier in der Hand. Nee, kann ich dich... Ich kann dich sagen, irgendwas kann ich doch gerade verschrotten. Okay. War ich auf der Map schon mal? Ich weiß es nicht.
Bei manchen Maps denkt man sich so, hey, hier war ich schon mal, die kenne ich doch. Und dann gibt es wieder so Maps, wo man sich denkt so, ha, noch nie gesehen. Da ist wieder ein Wackelwrack. Die ist umfahren, ich hoff's. So. Ne, wir fahren geradeaus. Ich glaube, hier war ich tatsächlich schon auf der Map. Da musste ich dann nur nach unten. Aber das Spiel macht das schon sehr gut, dich selbst entscheiden zu lassen, ob du das Risiko jetzt eingehst, den längeren Weg zu fahren und dann vielleicht nicht rechtzeitig mehr rauszukommen. So, wisst ihr? Ist das Spiel schon clever? Der Anker ist da vorne. Wollen wir es riskieren? Riskieren, ich lasse auch hier stehen. Bin schon weitergelaufen mit anderen Ankern. Außerdem habe ich ja jetzt noch eine Strahlenschutzjacke zusätzlich an. Oh, ein Häschen. Was für ein Häschen bist du? Ein Blitzhäschen, okay. So. Ich habe jetzt gedacht, das wäre ein Hilf... Ah. Wartet mal. Scheiße, können wir jetzt hier wieder nicht durch. Weil da wieder ein Tunnel ist. Kann sein, ne? Shit. Das kann sein. Ich habe das nicht gesehen. Verdammt. So, mal gucken, ob wir hier irgendwie wieder rüberkommen. Entweder ist das eine Brücke oder ein Tunnel. Ich bin mir nicht sicher. Da hinten, mein Reifen ist hinten locker. Moment. Hinten? Der? Abdichtkit. War das jetzt das Abdichtkit? Ja. Was ist denn mein Reifen jetzt schon wieder? Reparaturprofi habe ich gerade bekommen als Trophy. Ist Blei. Warte mal. Das nehmen wir fix noch mit. Mal weiter. So. Guck mal, ja, es ist eine Brücke. Wie weit geht's hier runter? Das geht. Machbar. Kein Problem. Gut, dann fahren wir nämlich hier gleich wieder raus. Keine Zeit verlieren hier. Da ist nichts, da ist kein Blei mehr dran.
Na, wartet mal, bevor wir rausfahren, repariere ich nochmal schnell meinen Scheinwerfer und den Blitzding sie. Solange wir jetzt hier einmal noch gerade Zeit haben. Ah, der ist kaputt, ne? Das können wir uns sparen. Der ist hin. Ja, mach ich mal ein bisschen drauf. Ja gut, das hätten wir uns sparen können, den Blitzding sie zu reparieren. Ja gut, aber es ist, wie es ist, ne? Ja, immerhin ist er jetzt nicht mehr gelb. Aber ich glaube, der ist schon wieder hin. Ich weiß halt nicht, ob der Blitzableiter tatsächlich so viel bringt. Oder ob wir lieber dieses eine Benzinding dafür lieber noch mit dran machen, wisst ihr? Nee, wir möchten dorthin. Gibt's auch noch zwei noch nicht erkannte Anomalien. Die Wüste. Na da. Muss man aufpassen, dass ich den Hund nicht trete, ey. La la la. Kriegen wir bestimmt wieder Story. Ach du Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Okay, ich habe keinen Plan. Ich fahre einfach erstmal. Wir fahren erstmal der Straße lang. Wir haben ja hier Zeit, rein theoretisch. Uns hetzt jetzt hier nichts. You know, I remember Red Metal like it was yesterday. You up to your eyeballs in paperwork? Francis coated in chalk dust from the Black Horse. You mistaking my lab notes for trash pile and throwing away weeks of work? Yeah, it'd be nice to see it again. They bulldozed that facility to the ground. There's nothing left to reminisce about. Also Wetter ist ja hier heute wieder on point. Aber ich frage mich, was Oppie, Tobias und Francis echt den ganzen Tag machen. Hocken die nur irgendwo drin in einem Labor? Gehen nie raus? Weil hier kannst du doch nicht leben. Sind wir mal ehrlich. Diese Touristen. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir noch was sehen, das wir noch nicht kennen. Junge, ist das ein Mistwetter. Do you ever regret all this? From the very second I heard your voice coming through my speakers. I mean, everything that happened. Standing over Lynn. The way the project ended. It cost you Alan. The entire Olympic Peninsula. She's still here. So are you. You chose your urban legends over everything else. You wonder if I regret it. Oh, I have no interest in regret. I want to know if you ever felt that leaving was a real option. After everything I've seen and heard and felt here, no, not a chance. Then we have that in common. Okay, hier ist eine riesige, fette Mauer. What the fuck? Das ist auf einmal übel finster. Okay, jetzt. Hier muss irgendwo gleich der Anker sein. Wir gucken mal. Da. Da vorne fliegt irgendwas rum. Okay. Folgendes, ich hol den Anker und renn wieder hier rüber. Versuch das Ding da zu scannen. Was ist das? Keine Ahnung.
Tüte. Okay, das ist immer noch das Falsche. Okay, so. Wir müssen hier auf der anderen Seite wieder raus, quasi. Setzen wir den Marker noch da. Ich habe Angst vor diesem Ballding, was da rumfliegt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall eine Anomalie, die wir noch nicht gescannt haben, aber Angst, da zu nah ranzugehen, wisst ihr? Stachelpfützen. Oh Gott, ist das hier Wasser? I'm sorry. Okay, you didn't know about his demotion. It wasn't my secret to tell. It's fine. This is between him and me. Und ist das Ding auch? Warte mal, ich hau mir das hier mal ganz kurz rein. Wo ist denn jetzt der Anker? Doch hier eben irgendwo gesehen. Ich will ganz kurz gucken, ob das hier diese anderen Stachelpfützen-Dinger sind. Stachelstrauch oder wie das Ding heißt. Ja. Das ist das Ding. Und das will ich noch scannen. Ballon. Ich sag euch, wie es ist, der Anker ist mir zu riskant. Ich brauche nicht jeden Anker. Nix wie raus hier, würde ich sagen. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken, weil die Folge ist nämlich schon wieder über eine halbe Stunde. Deswegen, wir wollen ja nicht wieder zu lang machen. In der nächsten Folge dann fahren wir Richtung Ziel, wo wir hin müssen, in dieses Labor in Red Meadow. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Also bis dann, macht's gut. Tschüss!